Hi Leute, ja, wie ihr seht, hinter mir wird gerade das grüne Kombüse-Schild angebracht, wie ich vor kurzem auch schon mal angekündigt habe, also heute eigentlich, auf Facebook. Ja, die Außenwerbung ist da und wird jetzt auch, wie gesagt, gerade angebracht. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt die eine Seite, das heißt die andere Seite, also Seite Molkenstraße, kommt jetzt nachher noch gleich. Ja, bin mal gespannt, wie das aussieht. Und es gibt noch ein paar Neuerungen, aber die werde ich euch jetzt nicht hier auf der Straße erzählen. Das machen wir irgendwie nachher nochmal. Okay, bis dann. Ja, und willkommen zurück. Ja, seit gestern ist jetzt die Außenbeschilderung dran und ich freue mich wirklich riesig, dass es endlich mal geklappt hat. Habe ich, glaube ich, schon gestern gesagt. Ja, es hat wirklich so viel Aufwand gekostet, das da ranzubringen. Also wir haben mit dem Bauamt ewig lange rumdiskutiert und haben es im Endeffekt einfach genehmigungsfrei gemacht. Das heißt, wir mussten insgesamt unter einem Quadratmeter bleiben. Aber bis es dahin endlich mal war, war ich, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal beim Bauamt zu Besuch auf jeden Fall. Aber ja, jetzt ist es endlich dran und ich bin wirklich super happy. Ja, wie ich gestern schon gesagt habe, gibt es noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Einfach um das ja vorher schon mal erzählt zu haben, damit ihr euch nicht sozusagen später wundert. Wir hatten ja im Crowdfunding-Video und auch teilweise in einigen Blogbeiträgen und auch, ja, weiß ich nicht, wo noch alles, gesagt, dass wir gerne bio sein möchten, also biozertifiziert. Ja, das Ding ist, wir haben uns jetzt dagegen entschieden, aber bevor ihr jetzt denkt, wieso habt ihr das gemacht? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also erstmal, um das gleich mal klarzustellen, wir werden weiterhin 100% Bioprodukte verwenden. Wir dürfen halt damit nicht werben, also theoretisch darf ich das hier im Video, glaube ich, auch gar nicht sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir dürfen halt nicht damit werben, das heißt, wir dürfen nirgendwo Öko und Bio zu stehen haben, weil das quasi sozusagen geschützte Begriffe sind, die man halt nur mit einem Bio-Zertifikat verwenden darf. Ja, der Grund, warum wir kein Bio-Siegel haben möchten, also warum wir es jetzt letztendlich leider ein bisschen knapp vor der Eröffnung dagegen entschieden haben, liegt einfach daran, dass wir dann erstmal ziemlich eingeschränkt sind. Also wir dürfen nur von einigen wenigen Händlern kaufen. Das ist in Süddeutschland ist es, soweit ich weiß, einfacher. Auch in Schelzhagen war es ein bisschen einfacher, weil da war irgendwie genau die Grenze für einige Händler, die da noch hingeliefert haben. In Mecklenburg, also in Rostock jetzt, sind es genau genommen noch 2. Nämlich ist das einmal Terra Naturkost und einmal Biofrisch Nordost. Die Rostocker kennen das vielleicht, kennen den vielleicht von dem Markt hier, von dem neuen Markt, der ja da regelmäßig ist. Und ja, wie gesagt, Terra Naturkost. Das Blöde ist, dass die halt ein ziemlich, ja, ich will nicht sagen eingeschränktes Sortiment haben, aber es gibt halt einige Sachen, die wir gerne haben würden, die die einfach nicht haben. Zum Beispiel Cashewnüsse in Großpackungen oder auch andere Sachen in Großpackungen. Ich glaube, Tomatenmark oder so gab es auch nicht in größeren Packungen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gab ein paar Sachen, die wir einfach nicht in größeren Packungen da kaufen konnten, die dann natürlich auch günstiger werden würden. Aber so müssen wir halt irgendwie kleine 500 Gramm Tüten von irgendwelchen Trockenfrüchten nehmen. Ja, ist halt blöd. Wir könnten natürlich auch einfach bei irgendwelchen Online-Händlern das bestellen. Theoretisch, denn praktisch geht das wiederum auch nicht, weil der Online-Händler muss dann auch biozertifiziert sein. Wenn nur das Produkt biozertifiziert ist und nicht der Händler, dürfen wir es nicht kaufen. Zum Beispiel haben wir auch einen Weinhändler hier in der Gegend, in Bad Doberan, der uns ja sozusagen mit Wein beliefert, der auch Bio-Weine hat, und also bio-vegane Weine hat, von dem wir aber in großen Mengen zumindest auch nichts kaufen dürfen, weil er selber auch nicht biozertifiziert ist. Soll heißen, ich müsste quasi hinfahren, dürfte dann halt nicht 6 Flaschen, weil 6 Flaschen ist schon ein Karton, ist schon ein Großgebinde. Ich müsste dann von jeder Weinsorte nur 5 Flaschen kaufen. Müsste die auch selber abholen, weil sobald er das liefert, ist es wieder ein Großhandel. Das heißt, da müsste er wieder biozertifiziert sein. Also Sie sehen schon, das ist ziemlich kompliziert, das ganze Thema. Der nächste Punkt ist, was ja auch irgendwie zu unserem Konzept gehört, ist, dass wir auch die kleinen Bauern unterstützen wollen. Wir haben jetzt zwar die Biogärtnerei Küstenmühle, die biozertifiziert ist, von dem wir auch Salate bekommen werden und bekommen wollen. Und dann gibt es noch die bunten Höfe, von denen, also es ist so ein Gartenzusammenschluss, soweit ich weiß, und da gibt es auch ein paar, die anscheinend auch biozertifiziert sind. Dann gibt es noch die Biogärtnerei Rode, aber es ist halt ziemlich wenig, ne?
Und was wir zum Beispiel auch nicht, also was wollte ich sagen? Genau, die kleinen Händler. Wir können die kleinen Bauern, also die wirklich einfach ihr Gemüse in einem relativ kleinen Umfeld anbauen und das verkaufen, was ja dann regional ist, also das ist dann im Umkreis von 30 Kilometer teilweise, das können wir von denen gar nicht kaufen, weil die nicht biozertifiziert sind. Die können sich aber nicht biozertifizieren, weil sie das gar nicht sich leisten können. Das heißt, wir können die gar nicht unterstützen. Das heißt, die regionalen Gurken zum Beispiel müssten wir über Biofrisch Nordost oder Terra bestellen. Dann ist der Preis allerdings nicht mehr so günstig, wie er hier wäre, wenn wir es direkt bei den Bauern kaufen würden, sondern nochmal ungefähr ein Drittel oder die Hälfte, ich weiß es nicht genau, teurer, als wenn wir zum Beispiel Biogurken aus Spanien kaufen würden. Also das ist jetzt auch ein Beispiel, das stimmt auch ungefähr. Ja, was halt für uns wieder ziemlich blöd ist, dann müssen wir wieder die Preise höher, noch höher setzen, als sie überhaupt nötig sind. Und die Gäste fragen sich dann wieder, warum ist das so extrem teuer? Gut, Bio ist ein bisschen teurer, das wissen wir alle, aber ja, ich finde das ein bisschen, ja, unsinnig irgendwo, warum ich nicht von kleineren Bauern, ja, sozusagen Bio-Gemüse kaufen kann. Wobei ich das natürlich vorher wusste, was jetzt das Ganze natürlich noch komplizierter gemacht hat, ist, dass ich jetzt nicht mal von irgendwelchen Online-Shops Bioprodukte kaufen kann, dass ich von diesem Weinhändler keine Bioprodukte kaufen kann. Ja, das hat das Ganze eigentlich jetzt so richtig ausgehebelt. Also ich wusste schon davor, es ist ein bisschen komplizierter, aber das war einfach zu viel. Ja, deswegen haben wir uns jetzt einfach dazu entschieden, dass wir nicht biozertifiziert sein möchten, trotzdem 100% Bio einkaufen wollen, was wir theoretisch nicht sagen dürfen. Also wir sind nicht zertifiziert. Und sozusagen müsst ihr, wenn ihr zu uns essen kommt, ja, im Endeffekt müsst ihr uns einfach vertrauen, dass wir wirklich darauf achten, dass wir Bioprodukte einkaufen. Ja, das ist dann leider einfach so. Meine höhere Priorität, also noch vor Bio, ist eigentlich die Regionalität. Denn ja, ich möchte nicht, dass irgendwie die Gurken hier irgendwo in der Nähe geerntet werden. Dann werden sie nach zu Terra, nach Berlin geschickt. Und wir bestellen das dann und dann wird das wieder zu uns geschickt. Das ist ja, irgendwie Benzinverschwendung im Endeffekt. Finde ich totalen Schwachsinn. Aber ja gut, ist leider so. Ja, das klingt also ein bisschen negativ, was das Bio-Siegel anbelangt. Soll es eigentlich gar nicht, denn ja, eigentlich finde ich, das Bio-Siegel ist eine tolle Sache. Da hat man wirklich die Sicherheit, zumindest die Fast-Sicherheit. Wir wissen ja alle, Bio ist nicht immer ganz sauber, aber zumindest zu, ja, sagen wir mal 80%, 90%. Kann man sicher sein, dass das wirklich Bioprodukte sind. Und wenn ich jetzt irgendwo im Edeka einkaufen gehe und ich sehe, da ist dieses Bio-Siegel drauf, dann weiß ich, okay, da sitzt irgendwer dahinter, der das wirklich kontrolliert hat, den ganzen Warenweg. Und da kann ich mich dann auch halt, wie gesagt, fast drauf verlassen. Aber für kleinere Betriebe und kleinere Bauern, also auch kleinere Betriebe wie uns zum Beispiel, ist das Bio-Siegel nicht immer unbedingt das Richtige, weil man sich da, ja, wie gesagt, einfach so sehr eingeschränkt und weil das Bio-Siegel natürlich auch kostet. Ne? Also wenn man diese Kontrollverfahren durchgeht, das kostet immer ein ja, paar hundert Euro, je nachdem wie oft das ist. Ich glaube zweimal im Jahr ist diese Kontrolle. Ungefähr, ja. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, was das betrifft, wobei es eigentlich, ja, eigentlich ändert sich nichts, außer dass wir halt nicht sagen dürfen, dass wir, also, dass wir uns nicht als Bio verkaufen dürfen. Ja, es ist halt in dem Moment irgendwie auch Vertrauensbasis und wie gesagt, ich finde es wirklich in dem Fall besser, dass wir regionale Leute, also regionale Bauern und so weiter unterstützen, als dass wir jetzt ja, uns groß Bio auf die Fahnen schreiben können. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, da gibt es ja sicherlich viele verschiedene Ansichten zu diesem Thema. Ja, bin ich sehr gespannt, diskutiere ich auch gerne mit. Ja, in diesem Sinne war es das schon. Ja, wir sind jetzt hier gerade dabei, unsere Spülmaschine einzuweihen. Die ist nämlich heute endlich angeschlossen. Nein, sie war gestern schon angeschlossen, aber heute habe ich endlich das Spülmittel gekauft und wasche jetzt sozusagen mal die Küchengeräte endlich mal durch und die Teller durch und so weiter und wir richten die ganze Küche ein. Und genau, heute wollen wir uns auch nochmal an die Karte setzen, denn ja, sie ist schon so fast fertig, aber es fehlen noch ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel die Preise, teilweise zumindest, und auch wie wir das ganz genau machen wollen.
Genau, sollte jetzt bis Montag hoffentlich, also eigentlich muss es bis Montag fertig sein, denn ja, Montag wollen wir das dann auch in den Druck geben, damit das dann rechtzeitig pünktlich zum Freitag, also zum Samstag fertig ist und wir dann auch euch eine ordentliche, einigermaßen ordentliche Karte hinlegen können. Ja, nächste Woche werden auch noch die letzten paar neuen Sachen kommen, nämlich die Kaffeemaschine und die Kasse. Und das war's, glaube ich. Ach ja, und die Lüftung braucht nochmal einen kleinen neuen Kasten, damit die auch richtig funktioniert. Da ist auch noch was leider kaputt gegangen. Aber ja, das kriegen wir auch noch hin. Okay, Leute, dann wünsche ich einen schönen sonnigen Tag. Es soll, glaube ich, diese Woche ziemlich warm werden. Also genießt das Wetter, geht an den Strand oder an den See oder geht einfach raus. Okay, bis die Tage. Tschüss.